Wenn ich keine Lust habe, mich mit bestimmten Themen zu befassen, wo Bücher mit einbezogen werden müssen oder tiefe Recherchen im Internet, dann habe ich immer eine gute Lösung. Ich greife einfach zu den Fragen, die ihr mir zukommen lässt. Sprich Fragen über YouTube, Facebook oder Instagram. Und ich freue mich immer auf die Antworten, die ich dann in Form solch eines Videos an euch weiterleiten kann. Das heißt, heute hauen wir wieder rein mit euren Fragen, meinen Antworten, direkt nach dem Intro. Dieses Video wird präsentiert von Dienstzimmer.com, dem Bewertungsportal für Pflegekräfte, und von Fürsorgefinder, der App, die anzeigt, welcher Fürsorgedienstleiter freie Kapazitäten für Neukunden hat. Hallo, Anna Jura hier vom Pflegekanal. Willkommen zum neuen Video. Also, wie schon gesagt, heute wollen wir wieder ein Q&A-Video raushauen und eure Fragen beantworten. Und da hauen wir gleich auch rein mit der ersten Frage, die von Ruhiger Gedanke über YouTube kam. Er oder sie sagt: Jura, wie sieht's denn aus mit Dehnungsstreifen auf der Haut? Sind die für subkutane Injektionen ein No-Go oder kann man dort eine subkutane Injektion verabreichen? Ich danke dir für deine Frage, das ist wirklich eine gute Frage. Dafür müssen wir aber nur ganz kurz schauen, was sind denn überhaupt Dehnungsstreifen und wie entstehen diese? Dehnungsstreifen entstehen, wenn die Haut zu schnell gedehnt wird. Deswegen heißen die auch Dehnungsstreifen. Das passiert meistens bei Teenagern im Wachstum oder bei Menschen, die zu schnell adipös werden. Das heißt, die Dehnungsstreifen können in den Leisten entstehen, am Bauch, am Po oder an den Brüsten. Dehnungsstreifen sind feine Risse unter der Haut, die dann später zu Narbengewebe werden. Narbengewebe ist generell ein No-Go für subkutane Injektion oder Infusion. Die nächste Frage kommt von AC oder AC. Er oder sie schreibt: Ich bin jahrelang Fachkraft und würde gerne mich weiterbilden, also die PDL-Weiterbildung machen. Dabei betont er oder sie, dass er 43 Jahre alt ist und Bedenken hat, was das Lernen angeht und natürlich das Durchfallen. Nun, was soll ich dir sagen? Jeder, der sich weiterbilden möchte, soll das natürlich auch machen. Es gibt viele Vorteile, wenn man weitergebildet ist, sprich auf dem Stellenmarkt, der Stellenwert und so weiter. Es öffnen sich viele Türen. Was das Alter angeht, Schmand. Also, wir haben auch in der Ausbildung gelernt, dass man in jedem Alter sich entwickeln kann und weiter lernen kann. Es ist alles eine Kopfsache, also alles eine Sache der Betrachtung. Alter spielt dabei absolut keine Rolle. Natürlich hat man Vorteile, wenn man 16 oder 17 ist, man lernt viel schneller. Der Stoff, man liest ihn einmal durch, es ist schon im Kopf. Aber in einem bestimmten hohen Alter dauert es halt ein bisschen länger, aber dafür ist das Verständnis der Materie viel besser als bei einem jungen Menschen. Also, ich würde mir da nicht groß Gedanken machen über das Alter. Was die Weiterbildung angeht, da kann ich dir nur sagen: Natürlich, mach das. Ich kann dir auch die Webseite CuraStep empfehlen, wo ich die Weiterbildung mache. Die ist gut gestaltet und natürlich bietet tonnenweise Zusatzmaterial, mit dem man arbeiten kann und daraus lernen kann. Ob man da schnell durchfällt, darüber würde ich mir keine Gedanken machen. Wichtig ist, bau dir eine Disziplin auf und lerne fleißig und regelmäßig. Hab die Unterstützung deiner Familie und deiner Angehörigen oder halt deinem Partner und finde die Zeit, regelmäßig täglich zu lernen, und es klappt auch schon. Die nächste Frage kommt von Sanja aus Bayern. Sanja sagt: Ich war vor kurzem in der ambulanten Pflege im Außeneinsatz und ich soll jetzt in meinen Bericht schreiben, was ich dort gelernt habe. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich nichts gelernt, weil ich schon alles in der Klinik gelernt habe. Ja, Sanja, das ist sehr gut. In deiner Klinik hast du wohl sehr viel über, keine Ahnung, Anatomie oder Behandlungswege gelernt. Aber hast du wirklich mal drüber nachgedacht, wo sich die Klinik und der ambulante Dienst unterscheiden? Also, die Arbeitsorganisation ist komplett anders gestaltet. Vielleicht hast du da was gelernt. Vielleicht hast du darüber was gelernt, wie die ambulante Pflege die Menschen pflegt, wo die Unterschiede da zwischen einer Klinik und der Pflege in der ambulanten Pflege liegen. Vielleicht hast du da auch was gelernt. Des Weiteren kann man nur noch sagen, die Dokumentation unterscheidet sich extrem bei den beiden Feldern und natürlich auch der Umgang mit dem Patienten.
Denk mal drüber nach, wie sieht's aus mit dem Umgang in der Klinik und wie sieht es aus, wenn du zu dieser Person nach Hause kommst. Nun, die letzte Frage kommt von der Maria über Instagram. Die sagt, Jura, was soll ich aus den Büchern lernen? Nun, es ist eine Frage, die sehr oft aufkommt und viele fragen, ey, was soll ich aus diesen Büchern lernen oder welche Bücher soll ich mir besorgen, um in der Ausbildung besser zu lernen? Und ich sage immer, fragt in eurer Schule nach. Eure Schule ist zuständig dafür, euch die Richtlinien zu geben, was ihr lernen müsst und was von euch im Examen und in den Zwischenprüfungen, in den Klausuren und in den Fachgesprächen erwartet wird. Schaut, welche Bücher nutzen die Dozenten, um den Stoff für die Schule vorzubereiten. Und dann besorgt euch diese Bücher. In den meisten Fällen ist es iCare von Thieme, also damit kann man keinen Fehler machen. Die kann man sich auch so besorgen, wenn sie auch nicht in der Schule verwendet werden. Aber was man aus diesen Büchern lernen sollte, das ist das, was ihr in der Schule durchnimmt. Sprich, Anatomie brauche ich das. Behandlungslehre brauche ich das. Krankheitslehre brauche ich dieses Thema. Das sind alles Themen, die in eurem Unterricht unterrichtet werden. Es kann nichts anderes abgefragt werden und auch nichts anderes bearbeitet werden. Wenn ihr etwas alleine bearbeiten sollt, also selbstständig bearbeiten sollt, dann kriegt ihr eine Aufgabe vom Dozenten, der sagt, ich möchte, dass ihr dieses und dieses Thema bearbeitet. Deswegen ist es wirklich wichtig, von den Dozenten zu erfragen, welche Themen werden wir erarbeiten in der Zukunft oder welche Themen haben wir schon bearbeitet, damit ich mich mehr auf diese Themen fokussieren kann und diese dann nochmal zusätzlich bearbeiten kann. Wie man ein Thema runterbricht, habe ich schon erklärt. Also meine Version, wie ich das gemacht habe, was mir genutzt hat. Wenn ihr das interessant findet, der Link zu diesem Thema befindet sich unter diesem Video in der Beschreibung. Nun, ich hoffe, meine Antworten waren nutzbar und ich habe euch auf diese Art und Weise ein bisschen geholfen und unter die Arme gegriffen. Wenn ihr das Video nutzbar findet, Daumen hoch hinterlassen, so unterstützt ihr mich und meine Arbeit. Wenn ihr jemanden kennt, der davon einen Nutzen haben könnte, bitte teilt es weiter. Unter dem Video sind die Kommentare, schreibt mir Ergänzungen zu diesem Thema oder Fragen zu kommenden Themen oder Anregungen zu Themen, die ich noch nicht bearbeitet habe. Wenn euch der Kanal gefällt, ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert einmal, ist kostenlos und ihr kriegt jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video raus ist. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Zeit, bis zum nächsten Video auf dem Pflegekanal. Ciao!